Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich mal zwei, ja, kann man sagen, Krisenaktien für euch dabei. Und zwar geht es mir einmal um die Shell-Aktie und um die Gazprom-Aktie. Hier ist ja jetzt so ein bisschen Aktienchaos los, kann man sagen. Die Frage ist, crasht das Ganze jetzt? Gerade natürlich die russischen Aktien bezüglich des Russland-Ukraine-Konflikts. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr brenzlige Situation. Man sieht es momentan ja auch an den Aktienmärkten. Die sind schon sehr, sehr stark eingebrochen. Shell hat in letzter Zeit eher profitiert. Da gehen wir aber nachher gleich drauf ein und schauen uns auch den Kurs an und schauen auch an, ob das in Zukunft so weitergeht. Gazprom ist natürlich deutlich eingestürzt, hat heute aber jetzt wieder einen Peak nach oben und wir schauen uns jetzt mal diese beiden Aktien an oder auch vielleicht, wo sie ein bisschen gemeinsam laufen oder was sie auch für Unterschiede haben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt und zwar mit der Shell-Aktie. Hier ist jetzt wirklich was Positives ausgesagt worden. 41% sind drin, sagt man hier jetzt. Nach der beeindruckenden Rallye der vergangenen Monate ist man in so einer Konsolidierungsphase gewesen. Natürlich auch durch die anhaltende Nervosität an den Märkten kann sich die Zeit noch ein bisschen fortsetzen. Aber für langfristig Orientierte könnte es hier wirklich gute Einstiegschancen darstellen. Zum Beispiel die kanadische Bank RBC hat die Einstufung von den Shell-Papieren auf den Gesamtmarkt auf Outperform belassen, weil die sagen, der faire Wert beziffert sich hier auf ungefähr 2700 britischen Pfund, also umgerechnet 32,40 Euro, was ungefähr noch einem Aufwärtspotenzial von 41% entspricht über dem jetzigen Schlusskurs. Und man betont es damit hin, dass der Flüssigmarkt oder Flüssiggasmarkt weiterhin natürlich von der Knappheit geprägt sei und umso knapper und gut ist, umso teurer wird es und umso mehr spielt es natürlich in dem Fall Shell in die Karten. Ich habe es mal in einem meiner, schon ewig her in meinen Videos gebracht, dass Shell natürlich auch den Umbau schaffen will, CO2-arm werden will bis 2050, glaube ich. Und sie sind hier eh auf einem guten Weg und wir schauen uns auch gleich an, wie gut. Und das sehen wir auch an den Zahlen, wenn wir uns jetzt mal das Jahr 2021 anschauen, haben wir hier ein Ergebnis, die Aktie von 2, sind wieder deutlich gewachsen zum Jahr 2020, auch die Umsatzerlöse sind deutlich gestiegen und auch die Dividende, die Aktie ist wieder nach oben gegangen. Das Ergebnis je Aktie ist eben von minus 2,17 auf 1,88 wieder angewachsen. Auch der Umsatz je Aktie ist von 17 auf 24 angewachsen. Also hier alles immer im britischen Pfund natürlich. Und auch die Umsatzerlöse sind deutlich gestiegen von 132 Milliarden auf 190. Ja, das mal so die wichtigsten Werte und wie gesagt, man sieht, dass sie hier wieder auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Das zeigt auch die Aktie auch heute wieder ein Plus von 6,14%. Wir hatten hier einen Knick gestern drin, aber jetzt schaut es wieder gut aus. Wir stehen auch langfristig über der 200-Tage-Linie und kurzfristig über der 50-Tage-Linie. Schaut alles in allem sehr, sehr stark auf jeden Fall aus und wie gesagt, ich traue Shell auch sehr viel zu. Wir hatten jetzt hier wieder ein absolutes Jahreshoch bei über 24 Euro und sie haben wieder in die Spur zurückgefunden. Schreibt mir jetzt aber gerne unten in die Kommentare, was ihr von Shell denkt und wo ihr glaubt, dass es hier hingehen könnte. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch die zweite Aktie gleich für euch dabei, aber man muss vorher natürlich noch sagen, man muss dieses aktuelle Umfeld natürlich beobachten, gerade was hier den Konflikt angeht. Das kann natürlich schon so ein Crash-Simulant sein, langfristig gesehen, aber wie gesagt, wird auf jeden Fall Shell, glaube ich, ihren Weg gehen. Ja, und dann natürlich was in eigener Sache, wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne schon mal ein Abo da, um hier nichts mehr zu verpassen und mich weiter kostenlos zu unterstützen. Und wen es interessiert, ich habe natürlich auch einen zweiten Kanal eröffnet, viele wissen schon von euch, gern unten mal in die Videobeschreibung schauen, geht es ums Thema Online-Geld verdienen. Da geht es einfach wirklich um die Themen Affiliate-Marketing, mit Websites und Apps Geld verdienen und ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Gern mal reinklicken, wenn es interessiert, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Dann kommen wir auch schon zur zweiten und letzten Aktie für heute und zwar geht es mir um Gazprom. Wie gesagt, die Kriegsangst wächst natürlich momentan. Gazprom und Co. brechen ein. Was soll man jetzt tun? Beziehungsweise auch, wie schaut es hier aktuell aus mit Gazprom? Ja, und da schauen wir uns das Ganze mal an. Allgemein, wie gesagt, die Aktien von den russischen Konzernen wie Gazprom oder Rosneft sind hier im gestrigen Handel eingebrochen. Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine angeordnet. Die Einheiten sollen hier in den kurz zuvor als unabhängig Staaten erkannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk hier für Frieden angeblich sorgen. Das geht hier eben aus einem Dekret hervor, das der Kreml-Chef am Montag in Moskau unterzeichnet hat. Und wann die Soldaten hier
in die von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete einrücken, blieb zunächst ein bisschen unklar. Die USA und die EU eben kündigten Strafmaßnahmen an, also auch von Sanktionen ist ja immer die Rede, von harten Sanktionen. Und der vor Jahren vereinbarte Waffenstillstand in Donetsk und Luhansk hält angesichts hunderter Verstöße nicht mehr. Es bekämpfen sich dort schon ukrainische Regierungstruppen und eben auch Aufständische, die natürlich vor Ort sind. Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze hier zur Ukraine zusammengezogen. Das ist schon mittlerweile wirklich gigantisch. Es hieß ja erst, hier passiert ein Abmarsch und jetzt ist hier eben sind noch mal einige dazugekommen. Natürlich hofft man jetzt nicht, dass die ganze Lage eskaliert. Ich möchte jetzt hier gar nicht auch über das Kriegsthema sprechen, sondern eigentlich, wie gesagt, über die Aktie Gazprom. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Treiber, was hier mit den Kursen passieren kann, gerade mit den russischen oder Aktien einfach von drüben. Die Entscheidung dürfte natürlich den Ukraine-Konflikt weiter stark befeuern. Die EU wird natürlich mit Sanktionen darauf reagieren. Und man weiß auch nicht, was das eben mit den Aktien aktuell macht. Und da schauen wir uns jetzt natürlich hier mal den Qualitätscheck aber vorab an. Wir haben 10 von 15 Qualitätspunkten. Natürlich war Gazprom in der Vergangenheit eine Qualitätsaktie, die eine gute Dividende gezahlt haben. Ihr seht es, 2020 von 5,5%. Die Eigenkapitalrendite ist für mich okay, die liegt bei 7%, die Nettogewinnmarge bei 11%. Der Umsatz konnte hier nicht mehr wachsen, lag aber natürlich auch im Krisenjahr. 2020 Umsatzwachstum auf 5 Jahre auf 0,8%, nur eine Stabilität von 26%. Ist nicht ganz so rosig. Die Volatilität hält sich zwar noch in Grenzen mit 5% und auch die Finanzverschuldung ist in Ordnung mit 22%. Somit kommen wir hier auf 10 von 15 Qualitätspunkten. Das mal so einen kurzen Faktencheck. Ein KGV von 40, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis, was sehr, sehr günstig ist, von 0,8. Und dann schauen wir uns natürlich jetzt an, was die Aktie aktuell macht. Gestern massiv eingebrochen. Man kann sich heute wieder erholen, weil es einfach wirklich zu drastisch nach unten gegangen ist. Ein Plus von 14,3%. Ich glaube aber, diese turbulente Phase wird definitiv weitergehen. Aktuell umgerechnet Dividende von 3%. Wir haben hier ein Jahreshoch von 9,25 €. Wir stehen jetzt natürlich dadurch deutlich unter der 200- und unter der 50-Tage-Linie. Man weiß halt nicht, ob und wie die Lage dort weiter eskaliert. Man hofft es natürlich nicht, aber das bringt ganz, ganz klare Unruhen in die Aktien rein. Ich habe schon gesagt, von Jahressicht sind wir zwar noch im Plus, kommen wir von 4,99 € ungefähr her, aber man muss wirklich schauen, wie weit jetzt hier die ganze Sache runtergehen kann. Und man muss einfach so ein bisschen das Krisenthema weiter beobachten. Schreibt mir jetzt aber gerne unten in die Kommentare, was ihr persönlich glaubt, wie es hier weitergeht und ob ihr die Aktien in eurem Depot habt, würde mich natürlich mal brennend interessieren. Ja, und das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite. Und wenn euch mein Video, mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, um hier nichts mehr zu verpassen. Und um mich kostenlos zu unterstützen, würde mich natürlich mega freuen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.